Ach, Freunde. Oh, ist das laut. Oh, ist das laut bei mir. Oh. Oh, ist das laut. Ich hoffe, bei euch ist nicht so laut. Ich hatte heute einen richtig beschissenen Albtraum, liebe Freunde. Einen richtig beschissenen Albtraum. Ihr habt geträumt. Ich habe Gothic gestartet, die Nacht des Raben. Und habe einen Safe geladen, der da auf einmal da war. Wo ich einfach irgendwo war. Irgendeine Gilde. Irgendwelche Erfahrungspunkte kannte ich alles nicht. Alter, das war ein richtig beschissener Albtraum. So. Was? Wie bitte? Gritta ist tot. Wer ist Gritta? Alter! Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 2. 7 Mann, ein Safe Game. In der 6. Folge. Und heute mit mir, dem Rucke. Alter! So, das Prinzip muss ich nicht erklären. Ich glaube, jeder weiß Bescheid. Ihr habt ja die Folgen davor schon gesehen. Falls ihr das noch nicht getan habt, in der Beschreibung findet ihr die letzte Folge und natürlich die gesamte Playlist. Letzte Folge hat also der Jack gespielt. Und wir sind scheinbar in Corinis. Okay, ich bin beruhigt. Ich dachte, ich wache jetzt hier irgendwo in der Wildnis auf, ne? Völlig vergewaltigt von 3 Orks. Aber ist alles gut. Da fällt mir gerade ein. Die Gritta, wenn die schon tot ist, ich weiß gar nicht, ob die immer noch tot ist jetzt, ob die schon wieder... Ich hoffe, die ist nicht wieder aufgestanden. Oh, die fegt wieder. Okay. Sollen wir die nochmal umboxen? Wir hauen die nochmal kurz um. So. Ich will die kurz mal... Hallo? Ich will die mal looten. Hallo, Junge! Ja, den Besen klauen wir ihr natürlich. Aber mehr hat die nicht dabei. So, Gritta ist also tot. Warum auch immer. Das Problem ist, Freunde, ich habe Gothic schon also Gothic 2 schon gespielt. Mein Kopf. Aber bei weitem nicht so viel wie Gothic 1. Ich gucke einfach mal hier. Charakterprofil. Also wir sind bei der Miliz. Stufe 4. Magie. Im 0. Kreis. Erfahrung haben wir auch schon ein bisschen. Lernpunkte haben wir gerade keine. Stärke haben wir 26. Also da geht noch einiges, Freunde. Rüstung haben wir schon, das ist sehr gut. Natürlich sieht man ja auch. Und wir sind stark auf Einhänder gegangen. Okay, jetzt gucke ich hier mal kurz in Questlog, was die aktuellen Missionen sind. Matteo und Gritta, Fernandos Geschäfte, Beweise. Ich kann mich leider wirklich an Gothic 2 auch nicht erinnern. Beim besten Willen nicht. Ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Wo sind die vermissten Leute? Das weiß ich noch, genau. Da sind immer Leute aus der Stadt verschwunden. Ich habe den Spiel, also ich habe, wir sagen auch untereinander nicht irgendwie, was passiert ist. Ich sehe den Safe hier gerade wirklich zum allerersten Mal, Freunde. Das ist, ich bin ein bisschen aufgeregt. So, Steckbriefe und Banditen, der Ring des Wassers. Ja, was mache ich denn? Erfüllte Missionen haben wir auch schon ein paar. Das Gold des Händlers, also natürlich in der ersten Folge war ich dabei. Bei Merlin, da war ich ja zu Gast, aber mehr kenne ich auch nicht und da ist ja auch nicht so viel passiert. So, ich würde sagen, wir gehen mal runter, es ging ja hier um den Ring des Wassers und ich glaube, da unten war jemand, der damit zu tun hat. Den muss ich gerade nochmal anquatschen. So. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Laris, genau. Wegen der verschwundenen Leute. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Okay, lass uns gehen. Wohin? Och nö! Och nö! Das ist so scheiße! Lass uns gehen. Dann gehen wir auf einmal in irgendeinen, keine Ahnung, zwielichtigen Club. Mo. Mo verprügelt mich nicht mehr. Ich glaube, der hat mich immer irgendwie verprügelt am Anfang.
Oder der wollte Geld oder sowas. Ich weiß, oh, Alter, das ist so schlimm. Merlin, das ist zwar eine richtig geile Idee, aber... Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ich gucke jetzt mal hier. Ich bin halt auch so ein Gothic-Amateur, ne? Die Leute, die Gothic, vor allem Gothic 2, schon ein paar Mal gespielt haben, die wissen ja, was zu tun ist. Ich überhaupt nicht, wirklich. Ich weiß nur eins. Als nächstes kommt Keytalk dran mit seinem Let's Play und den werde ich richtig in die Kacke reiten. So, aktuelle Mission. Cavalons Hütte. Ich schaue mir die jetzt nochmal genau an und dann mache ich mal welche von denen. Ich habe Laris das Ornament von Vatras überbracht. Er will es selbst den Wassermagiern überbringen. Ich sollte ihn dabei begleiten. Hm. Da wollen die vielleicht hin? Da könnte man hingehen. Der Mann mit der Augenklappe. Der seltsame Kerl mit der Augenklappe will in die Hafenstadt. Ich soll für ihn einen Weg finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Ich habe ihm Bauernkleidung gegeben. Damit kam er an den Stadtwachen vorbei. Okay. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Da kann ich mich auch dran erinnern, ein bisschen. Das ist dieser Pirat, ne? Der spricht auch immer so. Die sprechen, die Piraten. Die sprechen so ein Küstenslang. Cavalon erzählte mir, dass er einer Gemeinschaft angehört, die sich der Ring des Wassers nennt. Genau. Vatras wird mich erst in den Ring des Wassers aufnehmen, wenn ich herausfinde, wo die vermissten Leute sind. Vatras hat eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Zu Lord Hagen vorgelassen zu werden, muss ich mich einer mächtigen Gemeinschaft in Korinus anschließen. Also, dem Ring des... Dem Ring des Wassers, das ist wahr, ja. Dem Ring des Wassers. Okay. Wir haben 40 Minuten Zeit, Freunde. Das freut mich schon mal sehr. Oh, aber ich bin echt, das ist so... Man ist da so aufgeschmissen. Im Prinzip ist es ja nicht so schwer. Man hat ja ein paar Missionen, aber... Matteo und Gritta. Gritta, die Nichte des Tischlers. Turm hat Schulden... Schuldet... Was? Hat schuldet Matteo 100 Goldstücke. Wenn ich sie ihm wieder beschaffe, hilft er mir, ins obere Viertel zu kommen. Gritta? Die haben wir doch umgeboxt. Nochmal. Einfach nochmal drauf. Die Nichte des Tischlers. Torben schuldet Matteo 100 Goldstücke. Dann gehe ich mal erstmal zu Torben, würde ich sagen. Torben! Ich war bei der Gritta! Hey, du! Hey, du! Ich komme wegen Gritta. Ich komme wegen Gritta. Hoffentlich verkacke ich es nicht. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Gritta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Ja, habe ich vorhin gesehen. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange... Das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Alter, ich weiß es nicht, Freunde. Soll ich ihm das Geld geben oder soll Matteo... Oh. Ja, scheiß drauf. Nein. Die anderen müssen sich drum kümmern. Gold von mir zurückbekommen. Damit brockst du mir eine Menge Ärger ein. Lema ist nicht sehr nachsichtig, wenn es um Schulden geht. Aber immerhin willst du die Schulden meiner Nichte begleichen. Dafür muss ich dir wohl danken. So wie ich die kleine Schlange kenne, rennt sie zur Stadtwache und zeigt dich auch noch an. Ich werde dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Reine kommt. Oh, sehr gut. Was weißt du über die Paladine? Hattest du schon mal einen Lehrling? Frage ich ihn mal. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit.
Mhm. Wo ist Elbridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Mhm. Hast du das der Miliz gemeldet? Ist also auch verschwunden? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Vollpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Na gut. Was weißt du über die Paladine? Was weißt du über die Paladine? Oh Gott. Das Problem ist... Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Ich hoffe, ihr... Seitdem haben sie sich ins obere Feld zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass ihr das jetzt zum 6. Mal hört. Oder zum 5. Mal, keine Ahnung. Weil halt jeder immer denkt, oh, das habe ich bestimmt noch nicht gefragt. Das ist so geil irgendwie. Ich bin echt total aufgeregt, Freunde. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, wo ist denn jetzt hier Matteo, ne? Das war's doch inzwischen hier. Ist das... Lema ist das, okay. Alter, wo ist denn Matteo? Oh Gott. Erstmal speichere ich. Und immer auf beide Saves, Freunde. Das ist wichtig. Alter, Alter. Harad, das ist der Schmied. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn Matteo? Was ist hier? Was geht hier ab? Konstantino, den können wir auch mal ansprechen. Du leuchtest da, Junge! Ich will bei einem anderen Meister anfangen. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Ja! Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Nice! Wegen der Pflanzen. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Verstehe. Verstehe. Okay, wir sollen... Sollen wir ihm... Pflanzen für Konstantino. Konstantino will eine Pflanze jeder Art, damit er mich als Lehrling aufnimmt. Eine Pflanze jeder Art. Mhm. Prima. Auch das seltene Arschkraut. Jetzt gucke ich gerade mal, was ich alles im Inventar habe. Innos-Statue. Hammer. Da hat also einer schon einen heiligen Schrein beklaut. 640 Gold, das ist sehr schön. Und ein Haufen Zaubersprüche, auch nicht schlecht. Was ist das hier? Steckbrief. Ein Bild von mir. Ja gut. Und so bat er Innos, ich gehe mal eben zu Vatras. Teil seiner Macht in seinem Reiche zu Vatras. Auf dass er sie dem Menschen... Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarot. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Klar. Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Eispfeil, Heilung oder Lichtzauber? Heilung und Eispfeil wäre ja ganz gut. Aber ich glaube, ich nehme den Lichtzauber, weil... Ich nehme den Lichtzauber. Gut. Dann mach ich nur noch also, den Weg zu in meinen Augen, ne? Ich finde halt teilweise Lichtzauber ist so überflüssig. Ist ganz cool so. Kannst auf jeden Fall besser kämpfen als mit einer Fackel in der Hand. Wegen der vermissten Leute. Ja? Können wir ihm da schon was sagen? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Sehr gut. Okay. Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Okay. Gut, ich würde sagen,
Alter, das ist immer so ungewiss. Das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Was machen wir? Nee. Ich glaube, ich suche jetzt erstmal wirklich Matteo. Ist es hier? Hier gibt's. Das ist Osper. Der verkauft Bögen und so ein Shit. Regis? Matteo! Alles klar. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Geben wir ihm doch. Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Okay. Zeig mir deine Ware. Lederrüstung kaufen. Soll ich mal das Geld raushauen? Lederrüstung. Die ist locker nicht so gut wie meine jetzige. Das wäre aber auch fies. Aber keine Ahnung, das wäre... Oder ich ziehe meine... Ich glaube, ich kaufe keine Lederrüstung, weil... Wir brauchen das Geld bestimmt, aber auf jeden Fall... Keine Ahnung, kann ich mal die Rüstung ablegen? Also, mache ich am Ende dann. So. Wir haben ihm das, die 100 Gold gegeben. Das kann ich dich hier noch darauf ansprechen? Nee. Okay. Wir haben schon mal was gemacht. Ist das jetzt bei... Ja, bei erfüllte Mission. Sehr schön. Wir haben eine Mission geschafft, Freunde. Richtiger Held. So. Jetzt ist halt die Frage, wir könnten eigentlich straight zum Kloster gehen. Wir könnten jetzt echt direkt zum Kloster gehen. Aber ich muss halt auch gucken wegen... Oh, hier liegt Gold. Heilpflanze wegen den Pflanzen. Das ist aber bescheuert, weil ich... Was heißt denn... Von allen Pflanzen, von jeder Art. Super. Aber... Ach, Leute. Das ist voll blöd so. Aber es macht echt Spaß. So. Oh, hier ist Blut. Blut. Und noch mehr Blut. Die sind aber auch nur Heilpflanzen irgendwie. Hat man nicht von Konstantino immer so eine Liste bekommen? Vergesiegelte Botschaft. Hat man da nicht so eine Liste bekommen mit Pflanzen? Nee. Aber wir haben ja schon ziemlich viele Pflanzen. Also so ist ja nicht. Ah, ich weiß nicht, Freunde. Ich bin ja so, also... Ich weiß nicht, wie die anderen da sind, aber ich mache halt auch gerne diese kleinen Missionen. Weil vor allem am Anfang sind Erfahrungspunkte echt wichtig. Oh, diese Musik. So, was sagt die Zeit? 18 Minuten haben wir schon. Und gar nicht mehr so viel Zeit. Da würde ich sagen, wir gehen einfach mal straight zum Kloster jetzt. Ist mir egal. Auch wenn wir hier noch ein bisschen was zu tun haben. Wir gehen zum Kloster. So. Ja, zum Kloster. Wo geht's denn da lang? Also hier beim Bauern ist man ja ganz am Anfang. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr hingehen. Wölfe? Alter. Das sieht aber wenig, das Schwert. Komm. Gib ihm. Sehr schön. Fell nehmen wir natürlich mit. Ich muss mich gerade auch an diese Gothic 2 Mechaniken gewöhnen. Ich spiele gerade noch Gothic 1. Also ich nehme gerade noch Gothic 1 auf. Und da, komm. Da ist die Steuerung ein bisschen anders. Gib ihm. Jawohl. Los. Oh Gott, ich bin gleich tot. So. Den haben wir auch.
Ist auch mies, einfach irgendwo in der Natur aufhören. Das ist auch so gemein dann, ne? Nach Korenes, was liegt denn hier? Hier ist eine Hacke. Die nehmen wir mit, Freunde. Ich steck fest! So. Was soll man hier? Wein. Ich könnte jetzt natürlich Heilpflanzen nehmen und essen oder einfach irgendwelche Lebensmittel, aber nein. Ich nehme den Heiltrank. Das ist so gemein. Das ist so gut. Schaffe ich den Goblin schon? Alter, ich weiß nicht, wie viel... Ja, okay, easy. Gothic 1 sind die ein bisschen kräftiger. So, da ist ein Feldräuber. Oh, das ist so schön, diese Musik. Und ich bin einfach so ein guter Sänger. Nicht. Bin ich hier richtig? Ich glaube, wir müssen zu... Oh nein, ich glaube, wir müssen zum anderen Tor raus. Shit, ich glaube, wir müssen zum anderen Tor raus. Jetzt müssen wir wieder zurücklatschen. Oh Mann, ich bin aber auch ein Held. So, erstmal ein paar Schafe schubsen. Na, war hier gerade ein unsichtbares Schaf? Ja! Ein unsichtbares Schaf. Was ist das? Malet. Ja, ist aber alles hier noch vom Anfang. Ich glaube, die haben wir schon, haben die Kollegen schon abgefrühstückt hier alles. Und noch ein unsichtbares Schaf. Ist wirklich ein Traum. Und ich will ja nichts sagen, aber... Eine schöne Ernte sieht anders aus. Das ist ja trockener als mein Humor. Wirklich. Guck ich dir mal an, das ist tote Erde. Was erhofft sich der Bauer? Naja, ich sag nichts dazu. Also nichts mehr. So, da ist noch ein Feldräuber. Sieht einfach aus wie so ein großer Mistkäfer. Ich will noch nicht gegen den kämpfen. Ich weiß, oh Gott, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Kann ich da hier lang gehen, wenn ich zum anderen Tor... Oh. Das ist so schlimm. Lalala. Ich gehe jetzt einfach hier runter. Und im gleichen Zuge gucke ich mal nach ein paar Pflanzen. So, was ist denn hier? Heilkraut. Heilkraut. Ich sauf einfach den ganzen Heiltrank und lass das Heilkraut übrig. So, wir haben uns jetzt aber der Miliz angeschlossen. Das können wir ja auch nicht rückgängig machen. Wir können uns keinem anderen Lager oder keiner anderen Gilde mehr anschließen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich kann den anderen das trotzdem noch ein bisschen versauen. Einfach wieder springt, ist auch ein Traum, ne? So, guck mal, hier sieht das doch schon gut aus. Hier geht eine Treppe hoch. Genau, und hier ist das andere Tor. Und ich glaube, wir müssen... Oh je, ein Wolf und eine Ratte, die gegeneinander kämpfen. Und mich beide anmachen. Okay, nee, das wird nicht. Nee. Alter, der Wolf. Alter! Warum? Ich konnte doch in Gothic 1 auch immer abhauen. Und Goblin. Nein, ich darf nicht sterben. Und ich muss speichern. Oh Gott. Ich glaube, da oben sind Bauern. Los. Junge, ich hab grad so Schiss. Ich hab nicht gespeichert. Einfach abhauen. Junge, halt doch nicht an! Ich glaube, ich sollte das Messer einstecken, dann ist der vielleicht schneller. Oh, zum Glück habe ich Heiltrank, Freunde. So, und ich weiß, das ist 50%iger und das wäre echt Verschwendung, den jetzt zu trinken, aber... Oh! Upsala! So. Egil! Warte mal. Hat man mit dir schon gesprochen? Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil,
Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enem. Enem, Menem, Mu. So. Ja, das ist uninteressant. Also Kollegen waren scheinbar noch nicht hier. Dann mach ich das. Guck mal, was geht denn da ab? Hier los? Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Immer wieder das Gleiche. Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Das liegt auf der Hand. Das liegt auf der Hand. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Kati. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Oh. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Was soll ich denn machen? Geht bitte. Alles klar? Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Okay, der ist am Start. Ich glaube, ich mach die jetzt an. Ist mir egal. Ich schaff das zwar locker nicht, aber was soll's, Freunde. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So. Alvarez. Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Shit. Ihr Typen verschwindet jetzt hier. Ich will mich euch so dann anschließen. Wer seid ihr, Kerle? Spaßvögel? Wer seid ihr, Kerle? Ich mach dich fertig. Spaßvögel. Du hast es erfasst. Ich werde noch lachen, wenn du mit dem Gesicht in deinem eigenen Blut liegst. Engardo, es geht los. Ja, Engardo kämpft schon. Ich kümmere mich um diesen Witzbold. Ah! Los, jetzt gehen wir ihn. Auf Alvarez. Huah. Huah, alle rauf da, Junge. Sehr gut. Richtig in die Mitte locken. Der andere. Das hast du verdient, Mistkerl. Und ich hau die aus. Komm her. Du arme Horst. Hast ja nicht mal Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Nein, lass mir das. Mein Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Onas Hof? Als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Nichts, Hauptsache ihr habt die Sache gut überstanden. Gold ist immer gut. Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Es reicht gerade zum Überleben. War ja klar. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kati und lass dich von ihr versorgen. Das ist wichtig. Hast du etwas über verlassene Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Ja, natürlich, natürlich. Und ich bringe dir noch alles, was du willst. Zeitung und... Klar, ich mach alles für dich. Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Du kennst dich doch hier in der Gegend aus. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Na gut. Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne.
Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolf. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Dann ist gleichen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Grober Zweihänder. Alles klar. Und ich wund... Ich bin so blöd. Ich kämpfe die ganze Zeit mit dem scheiß Dolch. Weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass der liebe Jack ein netter Mensch ist und mir eine ordentliche Waffe da lässt. Aber... Okay, das Spiel hat begonnen. Ach so. Ich kann nicht. Na gut. Zumindest das Wolfsmesser. Tricky. Wenn du das hier siehst, Jack. Huch. Gothic? Was war jetzt los? So. Nehmen wir mal alles mit. Degen. Was hat er hier bei sich? Apfel. Wacholder. Goldbrocken und Sumpfkraut. Okay. Und ich kämpfe die ganze Zeit mit diesem scheiß Dolch. Ja, weil ich Gothic halt nicht kenne. So einem Gothic-Experten. Oh, ist das schön. Einem Gothic-Experten wäre das natürlich sofort aufgefallen. Aber ich bin halt so ein Newbie. Es tut mir leid. So, wir machen mal das Fägelchen an. Der konnte mir leider nicht sagen. Oder ich geh mal hier weiter. Wo es zum Kaloster geht. Aber egal. Ich finde das schon. So, hier geht's nach... zur Taverne und da nach Corinus. Ich gehe jetzt einfach mal zur Taverne. Weißt du etwas über die vermissten Burger? Nee, aber frag mal... Oh Gott! Nee, aber frag mal Tanzverbot. Huch! Alter, die Pfeile... treffen mich nicht, aber... Okay, da kann ich nicht lang gehen, Freunde. Aber ist ja nicht so schlimm. Da geht's, glaube ich, unten noch weiter. Ach, dieser Sprung ist einfach ein Traum. Ist einfach schön. Hüpft wie ein junges Reh. Hui. Hui. So. Oh, ich höre schon wieder Blut fliegen. Oh, und hier 1000... Monster überall. Alter, nee. Ich mach das nicht sauber. Das macht irgendjemand anders. Dann reinigt die Wege. Alter, die Wölfe sind ja mal mega anstrengend. Das ist in Gothic 1 nicht so. Die rennen dir nicht so lange hinterher. Und vor allem kriegen die dich auch nicht. Erol. Stand da Erol? Ja. Das war's mit dir, du Mistvieh. Danke für die Rettung. Ich nehme mal den Wolf aus. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, gib ihn. Ich könnte ihm helfen, aber wozu? Ich nehme erstmal einen Heiltrank, Freunde. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Erol! Alles klar? Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Hä? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Shit. Was waren das für Kerle? Die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Ja, in die bin ich fast reingerannt. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Aber nichts davon ist wirklich von Wert für mich.
Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Wir konnten dem Saturas, ist das nicht Saturas da unten? Den kennen wir aus Gothic 1, Freunde. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Stört Menge dich das nicht, dass du deiner Tanne stehst, Junge? In der Stadt verkaufen. Musst du am Rücken kratzen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Okay. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Okay. Wegen der Steintafeln bist du ein Bürger der Stadt. Du hast die Banditen in die Flucht geschlagen. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Sicher kann ich das. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Natürlich. Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Dann kann ich dir zeigen, wie du deine Stärke im Kampf besser einsetzt. Ich dachte, wir müssen ihm Geld geben oder so. Zeig mir, wie ich... Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Ich finde das immer so geil, wie die bei Gothic teilweise so mit der Stimme knarzen. Das hatte ich bei Gothic 1 auch ein paar Mal schon. Reden immer so. Oh. Kratz dich ab, Junge. So. Zeig mir deine Ware. Ja, können wir mal reinschnuppern. Wo ist der gute Mann hier? Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg. Verbringst du also auch die Nacht. Junge, kannst aber schön alleine machen. So, ich gehe mal weiter den... Habe ich die nicht gelootet? Nicht so. Doch. Ich gehe mal weiter hier den Berg hoch. So, obwohl ich könnte eigentlich... Wisst ihr, was ich mache, Freunde? Wir haben ja jetzt nur noch 2 Minuten. Nach Korinis. Was ist das da? Zum Großbauer. Nach Korinis. Wisst ihr, was wir machen, Freunde? Die 40 Minuten sind ja bald rum. Und ich würde sagen, wir speichern jetzt an einer ganz bestimmten Stelle. Das wird so gut. Ach, ich freue mich schon auf den Teil. Ach, hier ist überall... Ach, das lasse ich jetzt liegen. Die Mühe mache ich mir nicht. So, wir gehen da jetzt hoch. Es wird auch schon wieder Tag irgendwie. Das war ja eine kurze Nacht. Aber hier sind wieder diese Blutfliegen. Ich hasse es. Das ist so schlimm. Ich habe ja bei Gothic 1, keine Ahnung, bin ich ja mittlerweile auf einem ziemlich hohen Stand, sag ich mal. Und da gehst du einfach hin und hustest die an und dann kippen die um. Aber hier bist du ja wieder ganz am Anfang und kriegst noch richtig aufs Maul von der Fleischwanze. Da wirst du noch von der Fleischwanze verprügelt, Freunde. So, später dann, ich bin ja dann ein paar Parts später wieder dran, da sind wir dann ein bisschen stärker. Und dann, Freunde, kümmere ich mich darum. Da nehme ich auch gerne jedes Monster mit, aber... Freunde, was sagt die Zeit? Gleich 40 Minuten. Alles klar, ich würde sagen, wir hüpfen hier einfach mal Mops Fidel hindurch. Jetzt bist du dran. Okay, das war vielleicht... Das war's für dich, Penner. Das war vielleicht gar nicht so clever. Oh Gott. Alter, ich hab hier in... Gut, wir haben... Ich bin so blöd. Ja, weil ich wieder nicht speichere. Jedes Mal. Das gibt's doch nicht.
Wir speichern jetzt hier in der Prügelei, Freunde. Wir speichern in dieser Prügelei. Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Ich mach dich fertig. Du hast es erfasst. Ich werde noch lachen. Engardo, es geht... Ich hoffe, das funktioniert, aber müsste ja. Jetzt bist du da. Ach so, da müsste ich... Okay. Ja. So, jetzt habe ich den einen gespeichert. Und der da unten verschwindet aus dem Bild. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So. Das war's mit meiner Folge, liebe Freunde. Jetzt ganz überlegt, die ganze Zeit überlegt, was ich sagen wollte. Das war's mit der 6. Folge. 7 Mann, ein Safe Game. Als nächstes ist Keytalk dran. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Situation. Der gute Mann weiß ja noch gar nichts von seinem Glück. Der hat ja auch noch nicht gespielt. Und es ist ein richtig geiles Projekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Freunde. Wie gesagt, alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Die letzte Folge und auch die nächste Folge und auch die Playlist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Nachmittag oder Abend. Was auch immer. Haut rein, liebe Freunde. Macht's gut.